möchte ein Eisbär sein. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier in Köln. Ja, das letzte Video ist schon eine ganze Weile her und jetzt sind endlich Ferien. Ich freue mich, wieder ein neues Video für euch machen zu können. Michelle Reis hat sich gewünscht von der Band Grauzone das Lied Eisbär. Und das ist ein ganz einfaches Lied und das möchte ich euch jetzt auf die Schnelle zeigen. Und zwar braucht ihr dafür nur drei Töne. Also jetzt auf dem E-Bass braucht ihr drei Töne. Und zwar einmal braucht ihr das A. Ihr habt zwei Möglichkeiten, das A zu nehmen. Also das A, was wir brauchen. Und zwar einmal das A auf der dritten oder zweiten Seite von oben als Leerseite. Oder auf dem fünften Bund auf der E-Seite das A. So, der zweite Ton, den ihr braucht, ist das H oder das englische B. Im zweiten Bund auf der A-Seite oder im siebten Bund auf der E-Seite. Das könnt ihr entweder mit dem Ringfinger oder mit dem kleinen Finger machen. So, und den letzten Ton, den dritten Ton, den ihr braucht, das ist das Fis oder Ges, je nachdem, was man für eine Tonleiter verwendet. Das ist die sogenannte enharmonische Verwechslung. Aber das ist auch ganz egal. Ihr braucht das, ich sage jetzt mal Fis dazu, und das ist im zweiten Bund auf der tiefen E-Seite. Oder falls ihr auch einen Fünfseiter E-Bass habt, dann könnt ihr das im siebten Bund auf der H-Seite machen. Oder B-String in Englisch. So, und diese Töne spielen wir jetzt mal hintereinander. Und zwar wahrscheinlich wird derjenige, der das hier eingespielt hat für die Band, mit Plektrum gemacht haben. Also wir nehmen euch so ein Plastikplättchen und damit spielen wir sogenannte Achte. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Das habe ich jetzt gemacht mit der Leerseite, zweiter Bund A-Seite und zweiter Bund E-Seite. Ihr könnt das aber auch so spielen, wenn ihr einen Fünfseiter Bass habt, zum Beispiel fünfter Bund E-Seite, siebter Bund E-Seite und siebter Bund H-Seite. Das heißt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4, 2 und 2 und 3 und 4 und... Natürlich gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit, wenn ihr nur einen Vierseiter E-Bass habt, und zwar... Natürlich könnt ihr jetzt auch einen Fünfseiter E-Bass spielen, aber da müsst ihr noch ein bisschen mehr rutschen, ist also so ein bisschen schwieriger. Und zwar fünfter Bund auf der E-Seite, siebter Bund auf der E-Seite und dann rutscht ihr in den zweiten Bund auf der E-Seite. Das wäre dann so. Ja, das ist es. Wenn ihr das mit dem Plektrum spielt, achtet darauf, dass eure Töne gleichmäßig kommen. Okay? Also nicht, dass das rumeiert und hier der eine Ton länger oder kürzer. Ihr könnt auch mal versuchen, die Kante der Handfläche leicht auf die Seiten zu legen. Man nennt das einen sogenannten Palm Mute. Da sind die Töne etwas kürzer. Der Sound ist etwas anders. Ansonsten könnt ihr auch mal die Töne offen einfach spielen. Und ihr könnt natürlich auch probieren, das Ganze mit den Fingern zu spielen. Wenn ich das spielen würde, würde ich wahrscheinlich soundtechnisch also den fünften Bund auf der E-Seite und siebten Bund bevorzugen als die Leerseite. Na gut, es ist halt Geschmackssache. Also könnt ihr einfach entscheiden, wie ihr das greifen möchtet. Diese Töne braucht ihr und das Ganze könnt ihr natürlich jetzt auch noch auf der Gitarre machen. Auch hier ein A-Power-Chord, ein H-Power-Chord und ein Fis-Power-Chord. Wie die Power-Chords funktionieren, habe ich euch schon mal erklärt. Und sonst nochmal
das Video nachschauen. Auch hier von dem fünften Bund auf der E-Seite hier anfangen und dann zum siebten Bund E-Seite und zum zweiten Bund. 3, 4. Ja, das war's für heute schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben und auch über Vorschläge, Anregungen in die Comments. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis bald. Macht's gut. Viel Freude beim Üben. Bis dann.